Hi und willkommen zu Kochs Vegan. Ich würde gerne heute mit euch ein vergessenes Gemüse zubereiten, nämlich Topinambur. Viele glauben ja, dass Topinambur ein deutsches Gemüse ist. Allerdings kommt es in Wirklichkeit aus Amerika und wurde da von vielen Indianerstämmen auch verwendet. Und war da eine Armspeise und auch als es nach Deutschland kam, wurde es als solcher betrachtet. Das lag vor allem daran, dass Topinambur wirklich sehr pflegeleicht ist. Und wenn man es mit der Kartoffel vergleicht, dann nutzt die Topinambur diese Ackerfläche sehr viel effektiver als die Kartoffel. Topinambur ist übrigens super geeignet für Diabetiker, da es Inulin enthält und diese sehr gut bei dieser Krankheit unterstützt. Und außerdem ist die Topinambur auch sehr gut für die Darmflora. Okay, dann geht's mal los. Ich frage mich jetzt nur, welches Rezept ich euch zeigen soll. Da sind ja eigentlich einige, die ich vorhatte. Also da muss ich mal kurz nachdenken. Vielleicht habt ihr ja auch einen Vorschlag, was ich euch zeigen soll. Ich habe keine Idee. Welches von denen könnt ihr euch wohl zeigen? Ba-da-ba-da.